Jan Masalek, Ex-Vorstand von Wirecard, ist einer der meistgesuchten Menschen der Welt. Die Vorwürfe, Betrug in Milliardenhöhe, Veruntreuung. Seit Juni ist er abgetaucht. Er hat weder die Möglichkeit, in den Supermarkt zu gehen, noch kann er irgendwo verreisen. Möglicherweise kann er auch gar nicht auf die Straße. Verschwinden ist nicht einfach. Es gibt ja keinen magischen Knopf. Wie macht man das Untertauchen? Wie lebt man unentdeckt im 21. Jahrhundert? Und wie schafft man es, seine Spuren zu verwischen? 24. Juni. Auf den Philippinen findet sich die für lange Zeit letzte Spur von Jan Masalek. So scheint es. Aus Wien soll er hier eingereist sein. Am nächsten Tag folgt die Ausreise Richtung China. Zumindest findet sich diese Spur in den Unterlagen der philippinischen Einreisebehörden. Wenige Tage später stellt sich heraus, die Daten sind gefälscht, die Beamten der Migrationsbehörde geschmiert. Die angebliche Spur ist eine falsche Fährte. Mit falschen Fährten kennt sich dieser Mann genau aus, Frank M. Ahern. Müssen Leute untertauchen, ist er ihr Ansprechpartner. Die Nachfrage ist groß, die Klienten vielfältig. Stalking-Opfer, Whistleblower oder Menschen, die vor gefährlichen Geschäftspartnern fliehen. Mehr als 100 Menschen hat er schon beim Untertauchen geholfen. Um zu verschwinden, muss man falsche Fährten schaffen und es erscheinen lassen, als wäre man hier. Sieht es nicht so aus, als wäre man hier, benutzt der Verfolger die richtigen Informationen und findet einen dort. Früher arbeitet Frank Ahern 20 Jahre lang als Skip-Tracer, als privater Zielfahnder. Er wird beauftragt, wenn jemand gefunden werden soll. Zum Beispiel Monica Lewinsky, damalige Geliebte von Ex-US-Präsident Bill Clinton. Als Zielfahnder ist er erfolgreich, aber er kommt auch in zweifelhafte Situationen. Beispielsweise, als er für einen Klienten eine Frau aufspüren soll. Ich hatte das Gefühl, da ist etwas falsch. Also habe ich die Frau angerufen. Ich bin Frank Ahern und das wird ein seltsamer Anruf. Ich wurde beauftragt, sie zu finden, aber ich weiß, dass da was falsch ist. Und da sagt die Person, der Typ stalkt mich, er will mich umbringen. Für ihn einer der Auslöser, die Seite zu wechseln. Heute hilft er jenen, die verschwinden wollen, aber er bekommt auch Anfragen, bei denen er eine Zusammenarbeit kategorisch ausschließt. Einmal machte jemand ein Erstgespräch mit mir aus. Und als erstes gebe ich immer den Namen in eine Suchmaschine ein. Und da sehe ich, der Typ hat vor 2 Wochen seine Frau umgebracht. Da würde ich nie helfen. Meine Klienten dürfen nicht mit dem Gesetz in Konflikt stehen. Gesetzesbrecher haben es beim Untertauchen ohnehin schwerer. Jeder Schritt und vor allem jeder Ortswechsel muss gut überlegt sein. Denn das Reisen bedeutet für Untergetauchte generell immer ein Risiko. Ticketkauf, Einreisedaten, Videoüberwachung an Flughäfen und Bahnhöfen. Die Spuren, die Reisende hinterlassen, sind vielfältig. Mit welchen anderen Spuren man Untergetauchte nach einer Flucht findet, weiß Thomas Köhler. Zum Interviewtermin erscheint er im Oldtimer. Warum? Dazu gleich mehr. Er ist Cybersicherheitsexperte und berät Unternehmen zur IT-Sicherheit. Seine Spezialgebiete: digitale Spuren und Datensicherheit. Tatsächlich hinterlassen wir fast überall und fast permanent digitale Spuren. Sie können sich das vorstellen wie ein Fingerabdruck. Bei der Mobilität hat Köhler eine spurenarme Lösung. Eine gute Idee ist es grundlegend, mit dem eigenen Auto zu fahren. Es sei denn, es ist eins aus den letzten Baujahren, weil die letzten Fahrzeuge der letzten Baujahre alle, ob über das Infotainment-System oder seit 2018 auch durch die Notruffunktion, grundsätzlich trackbar sind. Das heißt, ein altes Auto im Umkehrschluss wäre eine Möglichkeit, sich hinreichend oder in einer gewissen Weise anonym zu bewegen. Reisen, Bezahlungen, Internet, Telefon, Videoüberwachung, alltägliche Aktivitäten. Es gibt viele Orte, an denen Menschen Spuren hinterlassen. Das Vermeiden dieser Spuren ist daher enorm schwierig. Doch der Fall des RAF-Trios Daniela Klette, Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub zeigt, es geht. Das Trio ist seit Ende der 80er Jahre abgetaucht.
Als Teil der linksterroristischen Vereinigung sollen sie am Mord an Treuhandchef Detlef Karsten Rohweda beteiligt gewesen sein. Außerdem wird ihnen der Anschlag auf die JVA Weiterstadt 1993 vorgeworfen. Seitdem begehen sie Raubüberfälle, zuletzt 2016, als sie nahe Kremlingen mit 600.000 Euro verschwanden. Nur selten gibt es Spuren zu ihrem Aufenthaltsort. Überwachungskameras zeigen, wie sie 2016 in Osnabrück einen Bus nutzen und sich unter die Passagiere mischen. Online-Käufe, Kreditkartendaten, auch Zahlungsaktivitäten bringen Ermittler auf die Fährten von Gesuchten. Wir können uns vor der Technologie nicht verstecken, aber wir können drumherum arbeiten. Oder wie ich immer sage, Dinge auf die am wenigsten digitale Art lösen, nicht auf die gefährliche digitale Art. Deshalb gilt für ihn ganz klar Papier statt Plastik. Mit dem Rückgang von Barzahlungen wird das zunehmend schwieriger. Jan Marsalek setzt wohl auf Kryptowährungen, um seine veruntreuten Gelder zu transferieren. Mit dem Geld versucht er, sich vor der Justiz zu verstecken. Doch was war eigentlich passiert? Aschheim bei München im Juni 2020. Wirecard meldet als erster DAX-Konzern überhaupt Insolvenz an. In den Tagen und Wochen zuvor wird ein Wirtschaftsskandal aufgedeckt. Die Spur von 1,9 Milliarden Euro verliert sich auf den Philippinen. Daraufhin überschlagen sich die Vorwürfe. Betrug und Bilanzfälschungen in Milliardenhöhe kommen zum Vorschein. Der Konzern wird jahrelang künstlich aufgebläht. Gewinne werden großgerechnet, riesige Mengen Geld werden veruntreut. Angeblich wurden sogar Schauspieler engagiert, um Bankangestellte zu spielen und Wirtschaftsprüfer zu täuschen. Das Mastermind hinter all dem, Jan Marsalek. Eine weitere Quelle von Daten zum Aufspüren von Gesuchten, Internet und Telefon. Vor allem das Smartphone liefert unzählige Spuren, Metadaten bei Bildern, Apps, die auf enorm viele Daten zugreifen, GPS-Daten, WLAN-Verbindungen. Wie also kommuniziert man, wenn absolute Geheimhaltung wichtig ist? Das organisierte Verbrechen nutzt dazu neue Technologien. Das Interessante ist, dass es da auch in letzter Zeit einen international tätigen Provider gab, der tatsächlich sich auf diese Marktnische, nämlich streng geheime Kommunikation für zweifelhafte Nutzer, spezialisiert hat und für vierstellige Jahresabos präparierte Handys mit einem speziell präparierten Chatprogramm verteilt hat. Dieses präparierte Chatprogramm fliegt vor wenigen Monaten auf. Europol-Ermittler der niederländischen und französischen Polizei hacken den Server des Chatprogramms und finden unzählige Hinweise. Es folgen Razzien gegen das organisierte Verbrechen. Drogenlager werden hochgenommen, hunderte Kriminelle landen vor Gericht. Frank Ahern hingegen setzt auf weniger Hightech. Wenn ich zum Beispiel eine neue SIM-Karte brauche, gehe ich in eine Gegend, die so aussieht, als bräuchten die Leute Geld. Dann gebe ich jemandem 50 oder 100 Euro und sage, hol mir eine SIM-Karte. Also geht er in den Laden. Es ist sein Gesicht in der Kamera, sein Ausweis. Er ist derjenige, der die Karte kauft. Aber die Frage ist, wer sucht dich? Wird der Durchschnittsverfolger das rausfinden? Nein. Wird die Regierung das rausfinden? Ja. Einfache, eindeutige Spuren verhindern. Wichtig, um nicht gefunden zu werden. Ebenso wie die richtige Ortsauswahl. Großstädte mit Videoüberwachung gilt es zu meiden. Außerdem darf man nicht auffallen. Ich kann auch nicht auf einen Hof mitten in Deutschland ziehen, weil sich jeder fragen würde, wer der Typ mit der dunklen Brille ist. Das macht misstrauisch. Sich anpassen, nicht auffallen. So wie Petra P. Sie verschwindet aus unerklärlichen Gründen 1984 in Braunschweig. 1997 wird sie für tot erklärt. Dabei lebt sie jahrelang unter falschem Namen, arbeitet schwarz als Putzfrau. Lohn, Miete, Einkäufe, all das erledigt sie nur mit Bargeld. 2015 fliegt sie auf. Bei einem Einbruch in ihrer Wohnung in Düsseldorf will die Polizei ihren Ausweis sehen. Vorlegen kann sie nur den alten von 1984. Langfristig untertauchen, schon schwierig genug. Für weltweit gesuchte, bekannte Gesichter noch schwieriger. Vermutlich hat Jan Marsalek keinen anderen Ausweg gesehen. Aber das, was ihn jetzt, egal wo er jetzt gerade ist, erwartet, ist natürlich ja, so eine Art Knast.
nur ohne Gitter, weil er hat weder die Möglichkeit, in den Supermarkt zu gehen, noch kann er irgendwo verreisen. Möglicherweise kann er auch gar nicht auf die Straße. Denn allen Vorbereitungen zum Trotz sind es häufig alltägliche Spuren, die zur Ergreifung Untergetauchter führen. So wie eine Pizzabestellung im Fall Salah Abdeslam. Der islamische Terrorist von den Anschlägen in Paris 2015 versteckt sich monatelang. Was die Polizei auf die entscheidende Spur zu seinem Versteck in einer Brüsseler Wohnung bringt: eine auffällig große Pizzabestellung. Denn in der Wohnung soll eine alleinstehende Frau leben. Diese ist ohnehin unter Beobachtung. Bei der folgenden Razzia wird Abdeslam im März 2016 verhaftet. Ständiges Risiko, gezwungener Kontaktabbruch zu Bekannten, die Gefahr, gefunden zu werden, ist hoch. Verschwinden ist nicht einfach. Es gibt ja keinen magischen Knopf. Sie sind ja nicht Jason Bourne. Gehen in eine Bank in der Schweiz und da sind Ihre Pistole, ein Personalausweis und ein paar hunderttausend Bar. So läuft das nicht. Du weißt nicht, ob dich jemand verdächtig anschaut. Du denkst, warum gucken die mich so an? Das ist der psychologische Effekt. Wird man mich finden? Bei Jan Marsalek ist Ahern sicher. Er wusste, was er tat. Die meisten Wirtschaftskriminellen und Finanzbetrüger haben keinen Exitplan. Die halten das Ding einfach am Laufen. Er ist da anders. Er hatte einen Exitplan. Er hat das lange vorbereitet, weil er wusste, der Tag, an dem er verschwinden muss, würde kommen. Jemand wie er ist irgendwo, wo er geschützt wird. Besondere Verbindungen scheinen ihm jedenfalls beim Untertauchen zu helfen. Mehrere Spuren deuten nach Russland. In seinem Privatjet reist Marsalek wohl bis Minsk, von dort weiter nach Russland. Angeblich wird er vom dortigen Geheimdienst geschützt. Es bleibt spannend, wird er sich seiner Verantwortung stellen müssen? Oder schafft er es, verschwunden zu bleiben?